der Schlossberg ist halt der Aufgang zu dem Wahrzeichen der Stadt. Bisher war er immer ziemlich, naja, runtergekommen, sag ich mal. Und mit kleinen Mitteln können wir da viel machen. Deswegen haben wir das jetzt in Angriff genommen. Die Idee ist entstanden, als eigentlich die Vorstellung vom Stadtmarketing war. Da wurde erklärt, dass man doch mit einfachen Mitteln eine große Wirkung erzielen kann. War sehr einleuchtend. Und naja, das war halt so der erste Gedanke dazu. Und dann kam so Stück für Stück noch was dazu. Uns haben noch ein paar Leute angesprochen darauf. Und naja, es passiert halt was. Das, was wir in Angriff nehmen wollten, also sprich, dass die Felsenkeller unten freigeschnitten sind, dass die Türen, die Beschläge gestrichen sind, dass ganz einfach dieser Anblick, wenn wir zu unserem schönsten und größten Denkmal hier in der Stadt Greiz, was eigentlich das Wahrzeichen der Stadt Greiz ist, das ist ganz einfach gelungen, dass wir diesen Weg dahin sauber gekriegt haben. An der Straße können wir halt wenig ändern, aber man kann ganz einfach mit simplen Aktionen das ganz einfach sehr, sehr aufhübschen und ja, das ist ganz einfach eine tolle Aktion heute hier. Im Frühjahr möchten wir gerne die nächste Aktion machen, dass wir dann vielleicht sogar was bepflanzen können, dass es ein bisschen bunter wird. Und vielleicht findet sich der eine oder andere Sponsor, der vielleicht auf halbem Weg noch eine Bank mit hinstellt. Das ist ganz einfach angedacht. Und ob man die Felsenkeller jemals touristisch nutzen kann, ist fragwürdig, weil da hängt zu viel dran mit Bergsicherung. Aber ja, vielleicht findet sich der eine oder andere Verein, der da gerne was mit in Angriff nehmen möchte und der vielleicht eine Patenschaft für so eine Kellertür übernimmt und dort sich dann halt vielleicht auch ein Stück weit präsentieren kann. Und das werden wir jetzt definitiv im Frühjahr in Angriff nehmen. Weil wir Greiz lieben!